Das Promi-Geflüster wieder mit einer brandneuen Ausgabe und brandneu hat auch mein heutiger Interviewgast wieder eine CD mit im Gepäck sozusagen. Ja gut, wir sind natürlich immer ein bisschen, haben ein bisschen Vorlauf. Also vor 2 Wochen am 9. Juni ist sie erschienen, das Album von Christian Leis, und es ist ganz anders, also zumindest steht's drauf, anders. Ich sage erstmal Hallo und herzlich willkommen in die Runde. Hallo Christian, Frank, grüß dich. Grüß dich. Ja, was ist alles anders? Auf diesem neuen Album anders, es habe ich mir selber zu meinem 60. Geburtstag geschenkt. Ich habe lange daran gearbeitet. In dem Fall noch herzlichen Glückwunsch nachträglich. Dankeschön, Dankeschön. Und ich habe lange daran gearbeitet, an diesem Album, weil ich lese nicht gerne und ich wollte auch keine Biografie rausbringen zu meinem 60. Geburtstag. Ich habe mir meine Biografie ersungen in Form eines Albums, das ich rausgebracht habe. Da ist mein ganzes Leben drauf, von meiner Geburt bis zu meinen 60 Jahren, mit allen Höhen, mit allen Tiefen, mit schönen Erlebnissen, mit weniger schönen Erlebnissen. Ich habe mich sozusagen nackig gemacht auf diesem Album und habe mein ganzes Leben da hineingepackt. Okay, ja, also ganz was Neues sozusagen, und man erfährt viel über Christian, und ich finde, das sollte unbedingt auch wert sein, da man die CD mal wirklich reinhört. Und der erste Titel, der ist ja komplett gleich mal, heißt ja gleich anders, wo wirklich, ich habe es gerade vorhin schon nochmal reingehört, wo wirklich auch mal ein bisschen drüber erzählt wird, einfach mal auf die anderen zu pfeifen sozusagen und wirklich mal so zu leben, wie man eigentlich denkt und fühlt, und mal auf sich selber zu hören, ne? Wir haben ja ein ganz, ganz tolles Video zu dem Titelsong Anders gemacht. Da geht es um queere Menschen, um Schwule, um Lesben und um Transvestiten, um Männer in Frauenkleidern. Und ich habe gesagt, weltweit und auch jetzt mittlerweile schon europaweit werden ja wieder Gesetze verfasst, neue Gesetze gegen queere Menschen. Und ich habe gesagt, da muss man laut werden. Ich bin ja auch betroffen davon. Das kann man bestehen lassen, dass man sagt, das ist abartig, es ist schlecht, und ich wollte die Message damit verbreiten, jeder soll so leben und lieben dürfen, wie er es für richtig hält. Und da hat ihn keiner auf der ganzen Welt reinzureden. Genau. Und das aktuell auch im 21. Jahrhundert. Ich denke mal, so weit sollte man doch jetzt eigentlich sein, dass da eigentlich jeder das zuteil wird, was er eigentlich leben möchte. Ja, ich denke einfach, jeder soll so leben, wie er es für richtig findet. Das ist einfach meine Meinung dazu. Okay. Ob er jetzt in Frauenkleider rumrennt oder schwul ist oder lesbisch ist, ist doch alles scheißegal, was die anderen sagen. Es ist ganz dieser genau. Ausdruck, scheißegal, was die anderen sagen. Ich lebe mein Leben, wie ich es für richtig finde. Ganz genau. Da hat mir keiner reinzureden. Ja, wenn man dann jetzt natürlich die Zeit mal ein bisschen so zurückdreht, wenn du so zurückblickst auf deine 60 erlebten Jahre, war es früher bestimmt etwas schwieriger, oder? So zu leben, wie man sein möchte. Ich bin ja 30 geworden. Ich bin 1963 auf die Welt gekommen. Da war es halt schon eine schwierige Zeit. Meine Großmutter hat mich quasi aufgezogen. Meine Mutter musste ja wieder arbeiten gehen, Geld verdienen, dass sie ihr Kind halten kann, etc. Und es war schon eine schwierige Zeit, aber es war eine schöne Zeit. Auch ich kann mich an meine Jugendzeit erinnern. Die war nicht angetrieben von Handys und was weiß ich, was da TikToken und Facebooken und was da alles gibt. Wir haben noch gespielt auf dem Spielplatz. Waren wir noch und waren viel draußen an der frischen Luft, was heute ja auch nicht mehr ist. Die Zeit ist halt anders geworden. Heute geht alles nur noch über die Handys, und ich bin gesund und munter und behütsam aufgewacht in einer großen Familie mit vielen, vielen Kindern von meinen Tanten und von meinen Onkeln, die Kinder. Und es ist eine Zeit, wo ich nicht missen möchte und auch nicht missen werde, weil es mir einfach gut tat, so aufzuwachsen und behütsam halt. Mhm. Nee, und ich denke mal, ich kann es auch nur so, oder habe es auch so erlebt, dass man wirklich abends auch bis spät sozusagen draußen war, Fußball gespielt hat, etc. Und, wir sind ja fast Alter, oder? Wir sind fast das gleiche Alter, wir können ja davon. Ja, ich bin fünf Jährchen jünger, das bisschen habe ich noch Vorlauf sozusagen, aber ja, man geht auch stramm auf die...
schnell das geht. Genau, man geht auch langsam stramm auf die 6 zu, sozusagen, auf die 60 dann. Ja, gut, klar. Aber wir sind so jung, wie wir uns fühlen, und ich denke mal, da machen wir das So, ich Beste fühle mich draus mit. einfach. Also viele haben ja da mega Angst vor dem 50 werden, vor dem 60 werden und 70 werden. Für mich ist eigentlich die 60, ich hatte nie Angst davor, 60 zu werden. Ich bin froh, dass ich 60 geworden bin, dass ich nicht vielleicht schon früher verstorben wäre. Aber ich genieße das Leben jetzt einfach anders. Die 60 ist da. Udo Jürgens hat ja gesungen, mit 66 Jahren fängt das Leben an. Ja, mir fängt es jetzt mit 60 an. Ich fühle mich auch nicht so. Ich fühle mich munter, ich fühle mich fit, ich fühle mich gesund. Und ich hoffe, das bleibt. Genau. So, jetzt haben wir doch wieder einen kleinen Hänger, aber das macht gar nichts. Weiß nicht, ob man mich hört, Christian. Ich schmeiße ihn ganz kurz nochmal aus der Leitung und dann setzen wir da einfach nochmal an. 60, kein Thema für dich, oder? Absolut nicht. Wirklich. Ich konnte, ein Thema für mich war, ich konnte meinen 60. Geburtstag nicht feiern. Ich war ja unterwegs. Ich war ja auf Promotion-Tour unterwegs. Ich habe also meinen 60. in meinem Hotelzimmer habe ich mit mir angestoßen, alleine, weil ich unterwegs war. Aber ich werde die Feier nachholen. Und jetzt habe ich schon mal so geplant, im Juli wird es dann eine Nachfeier geben von meinem 60. Geburtstag. Gut, das behalten wir mal für uns, dann komme ich vielleicht auch noch vorbei, Wer weiß, ich sag ja nicht, wo es ist. Genau. Ja, also 14 Titel sind wieder entstanden, sozusagen, über die Geschichte vom Christian Leis, wenn man wirklich das als Geschichte so sagt, weil ich habe gelesen, das sind ja alles irgendwo abgeschlossene Erzählungen oder Themen, jeder Titel für sich. Kann man wirklich eine Geschichte draus rausziehen, oder? Jeder Titel auf diesem Album ist mein persönliches Leben, meine Lebensgeschichte. Und ich habe da so viele Lebensgeschichten verpackt. Auch den Tod meiner Mutter habe ich verarbeitet in einem Lied, die vor 5 Jahren leider verstorben ist. Aber ich habe auch Vielleicht für immer, das ist eigentlich ein One-Night-Stand. Ich singe hier über einen One-Night-Stand, den ich mal gehabt habe vor 22 Jahren, diesen One-Night-Stand. Und dieser One-Night-Stand hat gehalten bis heute. Mit 22 Jahren. Ich bin immer noch glücklich vergeben und sehr, sehr glücklich in 22 Jahren. Und dann kam natürlich die Lebensgeschichte anders. Scheiß drauf, was die anderen sagen, ist mir Wurst. Und dann kam noch der dritte Titel, der heißt Ein Leben lang, dass man noch ein Leben lang zusammen ist, bis der Tod uns scheidet, sage ich jetzt mal. Ja, also auf alle Fälle eine Sache, wo man wirklich mal reinhören Aber muss. Genau. es sind auch Sachen drauf, dieses eine Mal im Leben. Ich war einmal in meinem Leben zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und das besinge ich auch. Und das sind mega, mega Geschichten meines Lebens auch über Freunde und Weggefährten, die mich begleitet haben etliche Jahre und waren dann plötzlich weg, weil der Erfolg kam und konnten mit meinem Erfolg nicht umgehen. Und das sind so meine Lebensgeschichte. Und ich finde es auch toll. Ich habe das Album jetzt schon bestimmt 100 Mal durchgehört. Und ich habe mir auch meine Geschichte abends, habe ich mir eine Kerze angemacht, Rotwein eingeschenkt, Dämmerlicht gemacht und habe mein Leben durchlaufen lassen auf der CD. Und das war für mich mega, mega toll, das nochmal selber zu hören, was ich alles in diesen 7 Jahren erlebt habe. Weil du es gerade sagst, hier mit Freunden, die mit dem Erfolg nicht klarkommen oder wie auch immer, also das sind auch ein bisschen ein Stück weit Enttäuschungen dann dabei, die man alles so auch Du meinst, jeder für sich miterlebt, ne? ich habe immer für mich auf die Fahne geschrieben, man hat Wegbegleiter, man hat Freunde, man hat gute Freunde und man hat die allerbesten Freunde. Und irgendwann ist halt der Weg zu Ende mit meinen Wegbegleitern. Man trennt sich nach ein paar Jahren, geht es automatisch auseinander. Und aber der Handvoll Freunde, die innig da sind und die hinter dir stehen und die sind natürlich da und die behalte ich auch. Die brauche ich auch, wenn mal Not ist. Man kann immer sich Tipps bei denen holen. Sie können auch Tipps bei mir holen. Das sind die engen Freunde, die eigentlich alles von mir wissen. Und das sind für mich die wichtigsten Freunde. Und alles andere, das sind Wegbegleiter. Ganz klar. Ja, also mit so einem Album, wenn man es jetzt wieder draußen hat, du hast es gerade gesagt, da fängt ja wieder die schöne Arbeit an. Dann darf man wieder auf Tour sein und Promotion machen und so weiter. Wie kommt es denn an draußen bei den Stationen und auch bei den Fans entsprechend? Also ich war jetzt schon auf Radiotour, es war sensationell, die waren alle begeistert von dem neuen Album, aber auch
die Autogrammstundentouren, die ich gemacht habe. Ich habe da immer 4 bis 5 Songs gesungen und die Menschen waren begeistert und viele haben mich auch da hinterher angesprochen bei der Autogrammstunde. Es ist auch ein Teil von ihnen, was ich besinge. Eine hat zu mir gesagt, eine ältere Dame, sie singen genau mir aus dem Herzen, was ich erlebt habe in meiner Zeit. Es würde auch zu ihr passen, weißt du? Jeder hat ja Höhen und Tiefen im Leben, das hast du gehabt, das habe ich gehabt und viele andere Menschen auch. Und jeder pickt sich halt jetzt sein Lied daraus, um zu sagen, das Lied passt zu mir, das habe ich erlebt vielleicht vor 30, 40 Jahren. Und das finde ich, wenn man solche Aussagen bekommt von Menschen, finde ich natürlich sehr, sehr berührend, wenn man sowas erreicht, draußen die Menschen erreicht, mit deiner Stimme und mit deinen Texten die Leute zu berühren. Das ist die Kunst des Singens und auf der Bühne zu stehen. Das liebe ich einfach und es funktioniert bei mir einfach. Und ich bin nicht abgehoben. Ich bin ein Künstler, der sehr fannah ist. Ich kümmere mich um meine Fans, wenn die alle zu meinen Auftritten kommen. Und das ist einfach so. Ich habe halt die Einstellung, noch die alte klassische Einstellung, dass ich sage, meine Fans sind meine Arbeitgeber. Und wenn ich meine Arbeitgeber schlecht behandle, bin ich weg. Dann bin ich arbeitslos. Ganz genau, so sieht's aus, da hast du recht. Und gerade jetzt auch nach den, ja, Krisen, die wir hatten, hier mit Corona, wie auch immer, und ja, leider Gottes jetzt auch wieder Lern nie eine hier. Frau kennen, die Corona heißt Genau. Und natürlich auch die Krise jetzt hier mit unserer wirtschaftlichen Situation durch den blöden, blöden Krieg. Also Ist. mir tat es eigentlich gut, tat es mir nicht, dass ich zu Hause war, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Gut tat es mir auch nicht, dass man von null auf jetzt weg war. Aber ich habe halt Zeit genutzt und habe halt solche Sachen gemacht zu Hause, die ich nicht mehr machen konnte oder ich eigentlich keine Zeit dazu hatte. Ich habe angefangen, die Schränke mal auszuräumen, zu sortieren. Ich habe gemalert. Also mir wurde es nie langweilig. Dann kam jetzt dieser Krieg dazwischen, was ich schrecklich finde. Es reicht ja jetzt, dass wir Corona hatten. Dann kommt der Krieg dazwischen, wo sich Menschen bekriegen. Und wie gesagt, das in der heutigen Zeit 2023, dass das noch möglich ist. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, Ukraine und Russland ist ja ganz nah bei uns. Ist ja nicht so Richtig. weit von uns. Man macht sich da schon irgendwie Gedanken drüber, wie das alles noch weitergeht. Definitiv, definitiv. Und wenn man jetzt wieder die letzten Wochen da gesehen hat, wie es da mit dem blöden Staudamm da noch gelaufen ist, also. Also die Aber Menschheit ist da, sich selber kaputt zu machen. so ist es, so ist es. Nee, ich wollte Schade. eigentlich bloß darauf hinaus, so richtig rundlaufen tut es ja in der Branche grundsätzlich doch auch noch nicht wirklich. Also viele sagen es zwar, aber. Es ist doch noch sehr holprig, habe ich manchmal den Eindruck. Ich kann mich echt nicht beklagen. Ich habe meine Auftritte, ich bin bis Ende Jahr bin ich voll. Ich gehe ja auch jetzt 3 Monate in Freudenberg auf Tournee im Oktober, November, Dezember, große Abschiedstournee von der Ute und komme dann am 23. Dezember wieder zurück. Und das heißt, Weihnachten fällt dieses Jahr bei mir aus. Ich hoffe, irgendeiner von meiner Familie kocht mir was. Ja, ich denke mal, da wirst du bestimmt hier empfangen mit großen Freuden und dann wird das Fest trotzdem noch schön, auch wenn es vielleicht dann ein bisschen später erst beginnt. Oh, wenn es nur ein Kartoffelsalat ist mit ein paar Wiener dazu, das passt auch schon. Genau. Ja, du hast es angesprochen jetzt gerade, Ute Freudenberg. Ja, ihr habt ja damals vor ein paar Jährchen einen ganz tollen Hit gehabt mit den über den Dächern von Berlin. Das hätte man ja so auch nie gedacht, dass das so einschlägt, ne? Aber es war eine gute Geschichte, gut erzählt. Ja, das war einfach, das war genau auf den Punkt gebracht. Wir haben das ja nie zu einem Ost-West-Hit gemacht. Für uns war einfach, wir wollten damals Feinheiten singen. Was hatten wir im Westen? Was hattet ihr im Osten? Das wollten wir eigentlich so zusammenbringen auf eine leichte, leichte, schöne musische Art, sage ich jetzt mal. Und dass das dann so durch die Decke ging und dass die Wessis und die Ossis das zu ihrem Hit gemacht haben, macht uns natürlich mega stolz. Wenn wir das Lied heute noch singen, da liegt sich Ost wie West in den Armen. Und also du kannst mit Musik eigentlich sehr, sehr, mit Musik und guten Texten eigentlich sehr, sehr viele Menschen erreichen. Ja, definitiv. Ja, wenn sie jetzt dann sich so nach und nach verabschiedet, ja, da fällt dann doch wieder ein Stück weit wieder was. Und das ist das, was ich so am Anfang meinte. Also der Kreis wird dünner. Also die einen verabschieden sich jetzt mal beruflich erstmal. Klar, sie gibt es dann schon noch, aber irgendwann ist auch leider Gottes die
Bühne, wo wir alle drauf sind, irgendwann auch beendet. Ja, wie gehst du da damit um? So Abschied nehmen. Also Abschied nehmen ist für mich immer so ein schreckliches Wort. Abschied ist für mich schon immer endgültig. Abschied ist jetzt und hier. Das ist einfach, ja, ich gehe damit um, jetzt mit ihr auf die Tournee zu gehen. Ich freue mich mega, mit ihr auf Tournee zu gehen. Sie wird alle ihre großen Hits singen. Wir werden unsere Duette singen. Ich werde einen Solo-Bereich machen. Aber so richtig glauben kann ich es immer noch nicht. Ich glaube es dann erst am 22. Dezember, wenn wir in Erfurt das letzte Konzert spielen und der Vorhang fällt. Das wird schon ein ganz, ganz, ganz berührender Moment für uns beide auch werden. Wir kennen uns mittlerweile jetzt schon 15 Jahre oder ja, 15, 16 Jahre. Und ich freue mich auch, mit ihr diesen Weg gehen zu dürfen. Und sie hat halt es so entschieden. Und das muss ich respektieren. Oder alle anderen sollten das auch respektieren. Wenn es halt nicht geht, dann geht es halt nicht. Und das ist meine Devise, wo ich dir gesagt habe, ich werde so lange auf der Bühne stehen und singen, wie ich gesund bin. Wenn ich aber nicht mehr anschaulich bin, gebrechlich bin und es ist eigentlich nur noch peinlich, dann möchte ich gern von der Bühne gehen. Dann möchte ich nichts. 80, 90 bin, wenn ich das erlebe. Aber ich muss dann auch sagen, ich muss meinen Punkt auch dann suchen. Jetzt höre ich auf, jetzt bin ich nicht mehr ansehnlich, jetzt ist die Stimme vielleicht nicht mehr so gut wie damals oder wie früher. Dann muss ich auch diesen entscheidenden Schritt gehen, was jetzt viele Künstler machen. Ich bewundere auch Jürgen Drews, der dann plötzlich gesagt hat, jetzt höre ich auf. Finde ich mega toll, da einen Schlussstrich zu ziehen, auch wenn die Bühne sein Leben ist. Aber man muss da auch wirklich konsequent sein und sagen, nee, es geht einfach nicht. Ganz genau. Und dann habt ihr ja auch noch eine junge Künstlerin mit dabei, die euch begleitet. So viel habe ich Die auch schon Luna Klee. mitbekommen. Die Luna Luna Klee. Klee, genau. Auch ein ganz nettes Mädel, gell? Ich habe sie leider noch nicht kennengelernt. Ich werde sie an den Proben dann kennenlernen. Ich bin gespannt, wie das alles so, das Dreierpack, wie das so funktioniert, zwei Mädels und ich. Und schauen wir mal, was wir da alles rausholen, was wir da alles machen. Ja, ganz genau. Ja, wunderbar. Also da haben wir doch einige Geschichten oder einige Termine, die du da jetzt mit dabei hast. Aber was steht sonst grundsätzlich jetzt in nächster Zeit noch an beim Christian? Auch solistisch Solo-Programme? Bin jetzt gerade unterwegs, Wochenende bin ich in Augsburg, dann bin ich bei mir in meiner Heimatstadt, gibt es eine große Schlagernacht mit ein paar verschiedenen Künstlern, da werde ich singen. Am Sonntag bin ich beim Rheinland-Pfalz-Tag in Bad Ems, dann bin ich auf dem Schlagerschiff, dann mache ich eine Schlagerkreuzfahrt, dann bin ich nur unterwegs in Südtirol auf einer Fanreise. Also wird mir nicht langweilig. ZDF-Fernsehgarten habe ich jetzt am 23. Juni und dann bin ich bei IWS am 25. Juli bin ich bei immer wieder Sonntag. Also bei mir, mir wird es nicht langweilig. Und dann, jetzt bin ich noch, das neue Album ist ja jetzt noch da, es wird ja noch promotet. Ich habe viele Interviews zu machen. Ich bin unterwegs und bei Presse, bei Radiosendern und ich freue mich auch drauf, endlich mal wieder so richtig on Tour zu sein. So soll es doch sein, das ist doch sehr schön, das klingt gut. Klar, wenn man natürlich viel zu tun hat, das macht dann auch Spaß, denke ich mal, wenn man dann auch das Feedback vom Publikum dann wieder hat. Ganz Absolut. genau. Ich gehe gerne auf Reisen, aber wenn sie lange Reisen sind, komme ich auch gerne wieder mal zurück, um meine Wohnung zu genießen. Weißt du? Mein Haus zu. Es ist einfach auch für Gehört auch mich. dazu. Wo hast du denn dann so einen Ruhepol oder beziehungsweise wo kannst du dich wirklich dann richtig wohlfühlen? Klar, zu Hause schon auch. Oder gibt es auch sonst irgendwo einen Punkt, wo du sagst, hier Du, entspanne ich mich? Ruhepol ist für mich, wenn ich zu Hause bin, meine Couch mit meinen Lümmelklamotten, die ich angezogen habe. Jetzt, wenn Winterzeit ist, wenn das kommt, dann den Kamin anmache und einen Grog trinke oder einen schönen Glühwein dazu trinke. Oder auch, wenn ich jetzt lange weg war, mache ich gerne einen Kochabend mit meinen lieben Freunden. Die bekoche ich dann und dann erzählen wir uns alles, was so in den letzten Wochen passiert ist. Und es dauert meistens Stunden und Tage und die freuen sich immer wieder, wenn ich 10 Tage weg bin, weil sie alle wissen, es gibt was Leckeres zu essen, wenn ich zurückkomme. Sehr gut. Aber für Urlaub und ein bisschen ja, Fernreisen oder so, weiß ja nicht gut. Klar, du bist ja eh auf dem Schiff, hast du erzählt, aber so für dich mal irgendwo noch ein bisschen Zeit zu nehmen, da bleibt jetzt nicht viel den Sommer über, oder? Ja, ich mache ja Schiffsreisen. Ich bin ja gebucht auf einer Schiffsreise. Das ist für mich ja auch Erholung. Da muss ich ein- oder zweimal auftreten. Der Rest ist einfach nur Städte angucken und Länder angucken. Und ich mache dann Cool. schon auch privat meine Geburtstagsreise. Ich werde im August werde ich privat aufs Schiff gehen. Da hole ich meine Geburtstagsgäste
meinen Geburtstag noch mal richtig für mich alleine nach auf dem Schiff, weil ich wollte eigentlich über Geburtstag schon weggehen, hat nicht funktioniert, weil ja mein Album kam. Und jetzt habe ich es verschoben auf Mitte August und dann mache ich eine Mittelmeerkreuzfahrt 7 Tage und da entspanne ich so richtig. Okay, sehr gut. Da wünscht man dir dann auf alle Fälle eine schöne Reise in der Hinsicht. Ganz genau. Ja, Danke. jetzt gibt es natürlich auch bei uns noch, bei Promigeflüster selber, wir haben parallel ja noch einen Radio-Channel, der nennt sich von laut.fm/schlager24. Und parallel zu unserem Interview wird es dann auch da, ja, eine Woche lang mehr von Christian Leiss zu hören geben. Gerade auch von seinem neuen Album, da könnt ihr dann reinhören und ja, lasst euch inspirieren von seiner Lebensgeschichte. Du kannst mir gerne, wenn du möchtest, den Link schicken auf E-Mail, dann kann ich den posten, dass meine Fans das danach hören können oder sehen können. So machen wir das doch sehr gerne, auf alle Fälle. Ja, dann würde ich sagen, haben wir es doch soweit schon fast wieder. Das nächste Bald schon Mal sehen wir wieder. uns hoffentlich wieder live sozusagen, ne? Von Vielleicht in. Angesicht zu Angesicht. Und wie gesagt, vielleicht sehen wir uns auch mal bei der Abschiedstour mit Freuen. Ute Freuen. Freudenberg. Mal gucken. Würde Ja, mich freuen. alles klar. Dann wünsche ich dir viel, viel Erfolg fürs Album, dass das so erfolgreich wird wie die anderen auch und vielleicht noch erfolgreicher. Wollen wir alle hoffen. Einfach, muss einfach Spaß machen, was man an Album erschaffen hat. Mittlerweile bin ich das gewohnt, ich habe das 12. oder das 14. Album gemacht. Dazu gerechnet. Es ist immer eine spannende Sache, wenn du ein Album machst, wenn es rauskommt. Und ich bin schon ganz gespannt auf die ersten Resonanzen waren ja schon da. Und ich bin noch gespannt, da was noch alles so auf mich zukommt mit diesem neuen Album, was man da macht. Und man ist schon stolz, dass man ein neues Baby in der Hand hält. Auf alle Fälle. Ja, also wie gesagt nochmal herzlichen Dank fürs nette Gespräch. Den Zuschauern sage ich auch schon wieder recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und dann sage ich einfach nur bis zur nächsten Ausgabe. Und die Schlussworte hat jetzt der Christian. Ja, ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr das Video anschaut oder wenn ihr es im Radio hört und über eure Reaktionen würde ich mich sehr freuen und das ist einfach mega wichtig und bin echt schon gespannt, wie meine Platte bei euch draußen ankommt.